wie ich im Jahre 2019 ganz plötzlich von meiner Ex-Freundin verlassen worden bin, da kam das ziemlich unerwartet. Und ich habe jahrelang nichts mehr von ihr gehört, sie war spurlos verschwunden. Umso überraschter war ich, wie ich es vor 3 Tagen in die Blattbornkelche wieder getroffen habe. Und anscheinend ist noch immer nicht über mich hinweggekommen. Sie hat sich einfach nicht geändert. Und genau um das soll es gehen, liebe Leute. Heute schauen wir uns die 20 schlimmsten und furchtbarsten Gegner an, die was From Software jemals designt hat. Und wenn wir schlimme und furchtbare Gegner designen kann, dann ist es die wunderschöne Firma From Software. Aber bevor wir in die Top 20 einsteigen, muss ich einen Ehrenplatz vergeben. Und da muss ich gleich mal klatschen. Denn dieser Ehrenplatz geht an alle Trotteln, was mir seit 10 Jahren Hello there. Irgendwo anhauen wollen. Danke für gar nichts. Man geht irgendwo entlang und irgend so ein Häusl will die einfach die Klippen runterhauen. In jedem From Software-Spiel seit 2009. Und darum finde ich diese Erwähnung absolut verdient. Der Ehrenplatz geht an die Häuseln, die was mir irgendwo runterhauen wollen. Auf Platz 20 haben wir die riesengroßen Schwammerl. Das sind die Schwammerl, was da so dermaßen in die Pappen hauen, dass du das erste Mal einen absoluten Surprise-Effekt hast. Wenn du in Dark Souls 1 das erste Mal die Babyschwammerl siehst, denkst du einfach nur, mei sind die lieb. Und dann haut sie sogar noch auf die Goschen, sie fliegen um und es schaut einfach lieb aus. Und man geht weiter runter und auf einmal sieht man die großen Schwammerl. Die Eltern quasi. Und anscheinend glauben diese Eltern, dass wir dafür verantwortlich sind, dass die Kleinen auf die Pappen gefallen sind, denn der Hund haut uns in die Goschen, als wie wenn es kein Morgen gäbe. Und die schauen zwar richtig lieb aus, diese Schwammerl, aber meiner Meinung nach ist es lieb ausschau zu Damage in die Pappen-Verhältnis einfach nicht gut gebalanced. Denn wenn der ein Watschen runterhaut, dann bist du einfach oft One-Hit. Und die sind recht langsam und recht behäbig, aber irgendwie haben die nicht nur einen Vater, nein, die haben 3 Vater. Also die haben 3 Väter. Platz 20 geht an die wirklich überraschend starken Riesenschwammerl, die was mich schon oft aus dem Leben geboxt haben. Auf Platz 19 haben wir diese depperten Eispferdeln aus Dark Souls 2. Und das ist eigentlich gar nicht so ein schlimmer Gegner, wenn es nicht in dem beschissenen Gebiet aller Zeiten wäre. Das ist in diesem Schneegebiet, wo man keinen Meter sieht. Und der Miyazaki hat sich gedacht, was konnte ich machen, wenn man schon keinen Meter sieht? Ich weiß, ich konnte jeden Meter ein Pferd hinstellen, was dich vor jeder Ecke anspringt, mit Blitze anschießt und dir das Leben zur Hölle macht. Und es gibt da unten auch kein Leuchtfeuer, du musst den ganzen Weg immer wieder gehen. Pferdebegegnungen vorprogrammiert. Und jeder, was mir jetzt sagt, hey, der Miyazaki, der hat ja gar nicht in Dark Souls 2 mitgewirkt. Burschen, wenn ich Chef von der BMW bin und meine Mitarbeiter bauen einen Opel, dann fällt mir das auf. Ja, also er hätte es ruhig verhindern können, der Miyazaki. Da kommt er mir nicht davon. Da kommt er mir nicht davon. Diese Eispferdeln in Verbindung mit diesem furchtbaren Schneegebiet aus Dark Souls 2 kehren für mich in die Top 20. Auf Platz 18, da habe ich Krebserl und Sniperhummer. Die habe ich zusammengepackt, denn die ähneln sich sehr. Krebserl aus Dark Souls 3 und Sniperhummer aus Elden Ring und auch Krebserl aus Elden Ring sind für mich die sinnlosesten Gegner zu töten. Gegen diese Viecher zu kämpfen ist einfach nur anstrengend, sie nerven as fuck und die Belohnung ist gleich null. Es zahlt sich für mich als Spieler nicht aus, diese Gegner zu töten. Ich glaube, es gibt keinen, der was sich denkt, hey geil, ein großer Krebs, hey geil, ein Sniperhummer. Jetzt hole ich mir meine 150 Runen und hab dafür nur einen
anstrengenden 5-Minuten-Kampf vor mir, wo ich wahrscheinlich sterben werde. Und die Sniperhammer haben das sogar noch mit der Widerlichkeit übertrieben. Na, weil wenn man in Elden Ring im zweiten Gebiet einfach nur reiten will, man will nichts wissen von der Welt, man will einfach nur im Winter hinreiten und man denkt, ja, der Hammer, der ist schon 10 Kilometer hinter mir. Na, der ist auf der anderen Seite von der Karten, der schießt da trotzdem noch sein Streu in die Pappen. Und das ärgert einfach. Und gerade wenn man Seelenlevel 1 Run macht und da einfach unbeschadet durchreiten will, der trifft die mit seinem Spritzau. Und darum muss ich sagen, sind die Krebse und die Hammer für mich zusammen auf Platz 18. Die gehören dazu. Die Nerven machen ihre Damage und es bringt absolut nichts, dass man die killt. Man muss aber oft killen, weil es einfach immer wieder mitten im Weg stehen. Auf Platz 17, da habe ich diese Sumpfhexen aus Dark Souls 3. Und ich weiß noch, wie viel unfassbare Probleme mir diese Sumpfhexen bereitet haben. Na, man geht da nichts ahnend durch diesen Road of Sacrifice und auf einmal steht die Sumpfhexerl auf und trat komplett durch. Und ich habe wirklich riesen Probleme gehabt mit dieser hysterischen Weiberleid und ich habe wirklich monatelang studiert, wie kann ich gegen diese Sumpfhexen am besten vorgehen. Und es hat sich herausgestellt, dass es ziemlich hilfreich ist, wenn man einer Jormsmachete plus 5 in die Schnauzen hat. Das hilft gegen die tatsächlich und das macht es ein bisschen angenehmer. Trotzdem werde ich die Zeiten nie wieder vergessen, wo mir diese Weiberleid das Leben zur Hölle gemacht haben. Die Sumpfhexerl aus Dark Souls 3. Als nächstes haben wir die kleinen Sumpfbabys aus Demon's Souls. Das sind furchtbare Kinder. Schlecht erzogen, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ganz, ganz furchtbare Babys. Und mich fragt nur einer, warum ich keine Kinder will. Diese Babys machen das Leben zur Hölle in der Hölle. Denn Valley of Defilement ist ohnehin schon das furchtbarste Gebiet aus Demon's Souls und in der letzten Location pflanzen sie die kleinen Babys rein. Und die Lore dazu ist auch furchtbar. Das sind Totgeburten, was durch die Aura von Maiden Astrea zu kleine Baby-Zombies werden, die was da in diesem Plagensumpf herumkriechen. Und das Problem ist, dass diese Babys die Ephemerin-Augensteine droppen. Das bedeutet, die muss man abfarmen, wenn man diese Augensteine will und die sind ganz wichtig in Demon's Souls. Und das kann richtig anstrengend sein. Der einzige Grund, warum sie nicht höher sind, ist, weil sie wirklich nur in diesem Gebiet vorzutreffen sind. Dieses Baby gehört definitiv zu den 20 schlimmsten Gegner. Jeder, was schon mal in Schandstadt war, weiß, was es heißt zu sterben. Und sucht es euch bitte aus. Entweder ihr sterbt, weil es irgendwo runterfällt. Oder ihr sterbt, weil euch der Blade mit der Keule da schlockt. Oder ihr sterbt, weil euch der Blade einen Stor in den Schädel schießt. Oder ihr sterbt, weil ein 1 cm großer Dackel euch auf einmal verbrennt. Ja, die Möglichkeiten sind grenzenlos, in Schandstadt zu sterben. Und FromSoftware hat sich gedacht, wir haben alle diese Elemente, die schon furchtbar sind. Was können wir machen, dass das Ganze noch viel schlimmer wird? Wir stellen einfach ganz, ganz kleine Arschlöcher hin, die was die mit einem Blasröhrchen anballern. Du siehst das nicht, aber du bist sofort mit Toxin vergiftet. Und Toxin in Dark Souls 1 ist das Schlimmste, was es gibt. In Schandstadt mit Toxin vergiftet zu sein, ist glaube ich eins der Worst-Case-Szenarios, was denn in deinem Leben passieren kann. Und darum sind für mich diese kleinen, kleinen Ärsche, die was ein bisschen so ausschauen wie der Groot, das sind für mich die schlimmsten Gegner. Und die machen mir immer Panik, wenn ich hingehe, weil auf einmal sieht man wieder so ein Blasröhrchen fliegen in der Luft. Und man hat schon drinnen stecken und man hat schon Toxin und es tickt runter, weil die Toxinleiste in Dark Souls 1 braucht eh nur 700 Jahre bis es weg ist. Na, ist eh kein Problem. Und meistens hat man da keinen lila Moosklumpen mit Blüte, also hat man schon verloren. Es ist ein Spiel gegen die Zeit, ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Du kannst die kleinen Deppen wegmachen, aber du weißt, du stirbst. Und das ist furchtbar. Und darum sind diese kleinen Toxinmännchen für mich auf Platz 15.
Auf Platz 14 haben wir vielleicht den nervigsten Gegner von dieser ganzen Liste. Und dort hat sich From Software wieder mal selbst übertroffen. Wie kann man ekligen und unangenehmen Platz noch viel, viel ekliger und unangenehmer machen? Wir stellen 500 Giftstatuen hin. Und die Giftstatuen, die sind nicht recht aggressiv. Nein, die sind eher passiv. Aber wehe, du laufst durch. Wehe, du hast die dumme Idee und willst zum Boss laufen. Weil dann beginnt die Spritzerei. Sie wollen dir irgendwie sagen, du kannst uns kaputt machen. Aber wir haben dein Herz kaputt gemacht. Es ist so eine kalte Bindung zwischen der Statue und dir. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Drum, durchlaufen ist ein Problem. Alle einzeln kaputt machen ist ein Problem. Die Statuen sind verdient in der Liste. Und ich glaube, es gibt keinen, der was den nicht genauso hasst wie ich. Einer der schlimmsten Gegnertypen sind Ghule in Dark Souls 3. Und da gibt es einige davon. Welche, die was am Boden herumkrabbeln, welche, die was im Sumpf die Feuer bewachen. Oder nur besser gesagt, es gibt genau einen Gegnertypen, den was ich unfassbar hasse. Und der steht da so da wie, hast du ein Problem? Hey! Der will dir aufs Maul geben und der weiß das auch. Der hat Selbstvertrauen, der weiß, was er kann. Und jedes Mal, wenn ich da durch den Sumpf laufe und ich sehe den schon so aufmotzend dastehen, weiß ich werde sicher gleich sterben. Weil dieser Gegnertyp hat die wohl schlimmste Attacke aus dem From Software-Universum. Irgendwann sprengt er da am Schädel und zerbeidelt dich zu Tode. Und das ist One-Hit. Egal welches Level du bist, du kannst diese Attacke nicht überleben. Und wenn sich ihr schon mal gefragt habt, wie unsere liebe Tante Margit aus Elden Ring unter seinem Mantel aussieht, das ist er. Schaut euch bitte das Design an. Das ist Tante Margit. Put these foolish ambitions to rest. Das bin ich. Der Türk frisst alles. Echt grausig? Und ich liebe es, mich Challenges zu stellen. Aber es riecht Ärger. Es riecht Ärger, als wie das schmeckt. Das werdet ihr sehen. Es ist nicht so schlimm. Ich liebe es, Ludwig No Damage zu besiegen. Ich liebe es, Orphan of Kos No Damage zu besiegen. Und ich liebe es, das Blade Duo No Damage zu besiegen. Und was ich anscheinend auch liebe, und das habe ich bis dato gar nicht gewusst, aber anscheinend liebe ich es auch, in jede Attacke von diesen depperten Runenbären reinzulaufen. Ich glaube, ich bin noch nie einen Angriff ausgewichen. Der erwischt mich mit jedem Hieb. Ich fühle mich wie der größte Trottel, wenn ich gegen diese bladen Bären kämpfe, weil ich kann nicht ausweichen. Anscheinend ist dieser Gegner dafür gemacht, dass er mich mit jeder Attacke trifft. Und ähnlich wie bei die Krebsal, zahlt es sich überhaupt nicht aus, dass du diese Bären umbringst. Aber es zahlt sich anscheinend für Erna aus, dass sie die umbringen, weil ich stunts regelmäßig. Danke für gar nichts an der Stelle. Und wenn ich einmal sterben sollte, dann werde ich wahrscheinlich aus der Bekannte, wo es nicht einer einzigen Attacke von depperten Runenbär ausgewichen ist. Und auf das habe ich keinen Bock. Und darum hasse ich die Gegner. Jeder, der schon mal gegen so einen depperten Bären kämpft hat, weiß genau, von was ich spreche. Habe ich vorhin gesagt, dass diese Giftspritzer die nervigsten Gegner sind? Da möchte ich das bitte gleich zurücknehmen und möchte diesen Titel an diese sprengenden Attentäter in Dark Souls 2 vergeben. Bitte, danke, Wiederschauen. Oh mein Gott, was nerven diese kleinen Wappler. Und die sind durchs ganze Spiel verteilt. Immer wieder lauft er her mit der dümmsten Animation aller Zeiten, dann haut er sich auf dich und du kannst da sicher sein, du wirst getroffen. Und die Schlimme an der ganzen Sache ist, diese Wegflieg-Animation, die ist so lächerlich. Das schaut so dumm aus, wenn wir da wegfliegen. Also das erinnert mich an irgendeinen Skisprenger, der was beim Absprung ist. Das schaut wirklich unfassbar dämlich aus, aber nur viel schlimmer ist der ganze Damage, was die machen. Und die kommen oft in Gruppen und die können dich sehr, sehr schnell deines Lebens berauben, wenn ich es mir ganz edel ausdrücken darf. Und die ärgsten von den Deppen sind die, die was da an die Rüstung zerstören.
Ja, es gibt auch welche, die was nicht nur explodieren, nein, die was die auch mit Säure bespritzen und der Rüstung ist dann tot. Dann kannst du zurückreisen, kannst das reparieren, wenn du kein Reparaturpulver dabei hast und dann sprengen sie die wahrscheinlich eh schon wieder an. Die erwischen die, die nervigsten Gegner aus Dark Souls 2. Es ist ein sehr alarmierendes Zeichen, wenn eine Spinne mit Adolf-Frisur nicht die schlimmste Spinne aus Bloodborne ist. Ist meiner Meinung nach sehr, sehr alarmierend. Denn ich rede da von diesen roten Kelchspinnen. Eigentlich von den ganzen roten Kelchgegner, die was furchtbar sind, aber insbesondere die roten Kelchspinnen. Die machen nämlich unfassbaren Schaden. Und die Schlimme an diese Gegner ist, wenn du die Glockenlady nicht findest, ne, dann kommen die unendlich. Und die kommen auch nicht alleine, ne, die haben ein paar Freunde dabei. Und wenn die diese Spinnen ansprengen, dann ist es meistens unfassbar schnell vorbei. Sie machen hässliche Geräusche, sie schauen, wie Spinnen die so an sich haben, einfach furchtbar scheiße aus und sind absoluter Angstgegner in die Kelche. Sie tauchen so in ziemlich jeden Kelch auf und machen wirklich 3-4 Mal so viel Schaden wie normale Spinnen und darum müssen diese roten Spinnen einfach in die Top 10. Auf Platz 9 haben wir diese großen Hände aus Elden Ring. Ich habe sie in einem anderen Video zu den 5 schlimmsten Gegnern aus Elden Ring schon erwähnt, aber dieser Gegner ist einfach Meister darin, dich komplett zu demütigen. Dich crappt diese Hand, dann frisst er die mal auf und dann kommt sein absoluter Arschloch-Move. Und Arschloch-Move passt sogar in diesem Fall, denn er schießt, das ist so unfassbar für mich, er schießt aus seinem Mittelfinger einen Zauberstrahl. Also nicht nur, dass er die gerade komplett zerstört, nein, er hat auch nur die Zeit, dass er deinen Mittelfinger zeigt, ein Strählchen ausschickt und dir indirekt sagt, Bruder, ich zerstöre dich nicht nur gerade, ich habe auch die Zeit, dass ich dich komplett disse. Ja? Also die Gegner haben nicht nur einen schlechten Charakter, die sind auch wirklich, wirklich schwer zu handeln, weil sie eben so viel Damage machen, weil sie ein Moveset haben, was man so schwer lernen kann. Er geht in die Höhe und boxt da einen in die Fressen. Unfassbar nervige Gegner und meistens eben auch nicht alleine unterwegs. Und ein besonderes Shoutout geht an die absolute Riesenhand, die was den Vogel da schlägt. Ich meine, die Szene war wirklich nicht schlecht. Du gehst zum Vogel hin und der ist schon Arsch. Und FromSoftware denkt sich, wir haben noch ein bisschen was anderes. Wir haben eine 700 Meter große Hand, die was den Vogel einfach mal da schlägt. Viel Spaß damit. Ciao, Baba. Und dann gehst du zum Feuerriesen. Ne? Wird viel besser dann. Baba, servus. Also, ich muss wirklich sagen, diese Hände haben mich teilweise den letzten Nerv gekostet. Aber irgendwie, nein, sie sind nicht lieb. Sie sind Arsch. Und wir kommen zu den Top 8 und da möchte ich gleich mal dazu sagen, dass ob jetzt die Schwierigkeit ansteigt, das sind die 8 Gegner, die was ich nochmal in einer anderen Liga sehe von der Schwierigkeit her. Und da fangen wir an mit den Kerkerweiber aus Dark Souls 3 und aus Demon's Souls, die packe ich zusammen. Die Kerkerweiberleute aus Dark Souls 3 zum Beispiel sind die ersten wirklich furchteinflößenden Gegner, die was wirklich eine Mechanik haben, die was ich so bis jetzt noch nie gesehen habe. Ne? Du bist unterwegs und wenn sie dich sehen, genügt der Blickkontakt und du verlierst dauerhaft Leben bis zum Tod. Und ich finde diese Spielmechanik eigentlich wirklich cool. Also ich bin eigentlich großer Fan von diesen Gegnertypen, weil man geht durch diesen Kerker, der was ohnehin schon sehr gruselig ist. Und dann kommen da eben diese Aufseherinnen mit ihren Brandeisen. Und das Problem ist, wenn man hingeht und die niederhaut und nicht schnell genug ist, dann staggern sie dich mit diesen Brandeisen zu Tode. Und das ist wirklich, wirklich richtig heftige Spielmechanik, ist wie im echten Leben. Wenn dir irgendeine Alte anschaut, ist meistens vorbei mit dir. Und in Demon's Souls gibt es diese Kerkerdamen, die was dich staggern können, die was dich lähmen können und die was dich one-hitten mit ihren Stacheln. Ebenfalls im Kerker, genau wie in Dark Souls 3, also Demon's Souls hat es wieder mal erfunden und auch da gibt es eine Stelle, die was besonders furchtbar ist. Wenn man schon zum schwersten Boss im Spiel, die Man-Eater, will, dann kommt da auch noch so eine rote, depperte Alte. Und man muss 739 Stunden warten, bis dass sie die umdreht, weil wenn du raufläufst, kannst du sicher sein,
dass sie dir aus 700 Kilometer wegsnipert. Wenn du in den Nahkampf gehst, dann packt sie dich, weil es sehr eng zu kämpfen ist, durchbohrt dich und es ist vorbei. Ganz, ganz, ganz nervig, diesen einen Gegner da zu platzieren, nur dazu, weil man immer wieder schnell rauf will. Definitiv einer der schlimmsten Gegner, was From Software jemals designt hat. Habe ich vorhin gesagt, dass diese explodierenden Deppen die nervigsten Gegner sind oder die Giftstatuen, dann muss ich das nochmal revidieren und letztes Mal diesen Titel neu vergeben. Es geht um die kleinen Arschloch-Igel aus Dark Souls 2. Und nur viel schlimmer, und die packe ich mit auf diesen Platz dazu, es geht um diese Knochenräder aus Dark Souls 1. Die Knochenräder aus Dark Souls 1 und die Stagger-Igel aus Dark Souls 2 sind unfassbare Gegner. Denn die staggern dich zu Tode. Und gerade diese Räder gibt es in andere From Software Teile auch, aber nie wieder in diesem furchtbaren Ausmaß wie in Dark Souls 1. Und das macht das Ganze auch so legendär. Dark Souls 1 ist beim ersten Mal spielen ein richtig schweres Game. Und diese Räder sind definitiv beim ersten Mal durchspielen der schwerste Standardgegner aus Dark Souls 1. Vielleicht mit den Black Knights noch, ja. Aber wenn man in die Katakomben, in diese berühmte Höhle geht und auf einmal kommen diese Räder dahergerollt und du kannst dich nicht wehren. Du kannst nichts machen, weil sie die von allen Ecken und Enden zustaggern. Und die Kirsche auf der Torte. Tada! Ich spreng da nur einen Schwarzritter dazu. Na, den hauen sie auch noch dazu. Gratis, Nachschlag, Schwarzritter und 20 solche Radal. Unfassbar widerlich. Die staggern dich zu Tode. In der gemalten Welt von Ariandel kommt das auch nochmal nicht so schlimm wie da in die Katakomben. Und die Igel aus Dark Souls 2, die haben mich einfach überrascht. Die waren einfach lieb. Das waren kleine, liebe, weiße Igel. Und ich hab mir gedacht, du bist ein kleines, liebes, weißes Igel, was willst denn du leicht machen? Und das kleine, weiße, liebe Igel hat gesagt, hold my beer, Skelettradl, und maht mich in den Tod. Es mäht mich in den Tod und darum packe ich dir am selben Platz, weil sie dasselbe Moveset haben, die Skeletträder und die Igel aus Dark Souls 2 sind einer der furchtbarsten Gegnertypen im From Software-Universum. Okay, Schätzchen, reg dich nicht auf. Das ist Lady Maria. Und Lady Maria hat ein super Schwert. Ein Schwert, was jeder gern hätte. Übrigens, kleine Anmerkung, sie sollte die einzige sein, was das Rivers of Blood benutzen darf. Und was muss man machen, um an dieses Schwert zu kommen? Man könnte meinen, man muss den Boss töten und kann das Schwert dann looten oder kaufen. Nein. Weil Lady Maria hat die schlechte Angewohnheit, dass sie anscheinend gern ihre Waffen in einen Brunnen reinhaut mit den zwei schlimmsten Gegner aus Bloodborne. Und ich rede von den Monster Sharks. Die Monster Sharks sind die stärksten Gegnertypen aus Bloodborne. Und es gibt keinen Gegnertypen, der was seinen Angriff so lang vorher ankündigt und die dann trotzdem erwischt. Na, man weiß schon, er kommt und er kommt wirklich und er erwischt die, weil der kann am Boden dahin sliden, er kann die fressen, er kann da sein Anker in die Schnauzen hauen und das Schwert da unten im Brunnen, das hat der Blade auf der Decken in der Wampen. Das hat der Blade auf der Decken in der Wampen und nicht der, was herum geht. Das heißt, du musst den ersten mal killen, dann kommt der zweite, also bei der Hälfte kommt der zweite, dann wird es umso furchtbarer und den musst du töten für das Rakuyo. Natürlich eines der besten Schwerter im Game, aber meiner Meinung nach die am schwersten zu verdienende Waffe in der From Software Geschichte. Wenn du das Rakuyo hast, dann hast du eine Leistung vollbracht, weil du musst diese zwei Deppen da unten töten. Und drum sind die Monster Sharks auf Platz 6. Ich habe 4000 Stunden im Bloodborne und nach wie vor erwischt mich der Arsch. Nach wie vor erwischt mich der Brainsucker. Und jedes Mal hasse ich mich selbst. Und jedes Mal stelle ich mein Leben in Frage, ob ich zu deppert bin, dass ich diese Brainsucker ausweiche.
Ich find's ja richtig cool eigentlich, weil das ist eine Spielmechanik, die was da richtig wehtut. Na, sie saugen dir die Einsicht ab. Und Einsicht soll schwer verdient sein im Bloodborne. Du brauchst Einsicht, um zu kooperieren. Du brauchst Einsicht, um beim Einsichtshändler zu kaufen. Berggegner ist wirklich, wirklich furchteinflößend. Man kann ihn mit Feuer sehr gut bekämpfen und diese Gegner kannst du auch nicht unbedingt wegsteigern, weil sie haben mittendrin mal diese Animation, wo sie die Hände so raufreißen und dann packen sie die Safe. Ne? Also wirklich unfassbar furchtbar, ganz, ganz creepy, auch von der Stimmung her immer wieder, die Geräusche, was sie vorher machen. Und ich bin ja großer Fan von diesen Gegner, vom Design her, weil die Gegner, genauso wie die Kerkerdamen, haben einfach was Uniques, was dich anfuckt. Ne? Die Kerkerdamen ziehen das Leben ab und die saugen da die Einsicht aus. Das finde ich eine grandiose Idee, trotzdem sind diese Gegner unfassbar furchtbar. Auf Platz 4 habe ich die Basilisken aus Dark Souls 1 und ich meine wirklich nur aus Dark Souls 1. Und die Basilisken aus Dark Souls 1 wurden in die späteren Teile genervt und waren weit nicht mehr so schlimm, ähnlich wie die Knochenräder. Denn wenn dich ein Basilisk in Dark Souls 1 verflucht hat, dann hast du die Hälfte Leben abgezogen bekommen, bis du ein Gegenmittel findest. Und Dark Souls 1, und das machte dieses Spiel so fantastisch, hat eben so ein geniales Level-Design, dass du fast bis zum Endgame nicht schnell reisen kannst. Ne? Du musst erst den Anor-Londo, Ornstein und Smaug besiegen, um das Herrschergefäß zu bekommen. Erst dann kannst du schnell reisen. Dann hast du ein großes Problem. Weil dann hast du Hälfte Leben und du musst damit so einen Läuterungsstein finden. Denn die Läuterungssteine gibt's nicht überall. Ganz im Gegenteil, die sind sehr, sehr, sehr rar in Dark Souls 1. Und das ist viel harmloser geworden in die Folgeteile. Du stirbst instant, wenn du verflucht wirst, aber der Effekt, dass dein Leben halbiert wird, war nur in Dark Souls 1. Und darum sind das absolute Angstgegner. Noch dazu, wenn man es für die Platin auch noch abfarmen muss, für die Augen des Todes. Da ist man sehr oft gestorben. Ganz schlimme Gegner und ein bisschen so ein Markenzeichen von From Software. Na, das zieht sich durch die ganzen Spiele. Die Basilisken sind einer der berühmtesten Gegnertypen in der From Software-Geschichte. Und auf Platz 3, da haben wir diese furchtbaren Keulenschwinger aus Demon's Souls. Und da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Früher, wie ich noch jünger war, da waren wir oft auf Festivals unterwegs. Na, da waren wir eine Gruppe, lauter Leute, lauter Freunde. Ich habe einen Bladenkumpel gehabt. Richtig einen Bladenkumpel, der war komplett verfressen. Du kannst dir sicher sein, wenn irgendwer ein Essen ausgepackt hat, hat der schon gelauert. Der wollte es fressen. Der hat immer einen Hunger gehabt, der Blade. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, da sind wir von so einem Auftritt zum Zelt gegangen und ein Kollege von mir hat Nicknacks ausgepackt. Das waren so die kleinen Nüsse, ich weiß nicht, ob du die kennst, Nicknacks. Und der Blade-Kollege hat das gesehen, wie der die Nüssel auspackt und ist genauso hingelaufen wie der Gegner aus Demon's Souls. Dieselben Geräusche. Dasselbe Gesicht. Ja, das ist das Traurige. Der hat auch so ausgeschaut wie der. Und jedes Mal, wenn einer von uns was zum Essen auspackt hat, da ist er schon gekommen. Und der erinnert mich jedes Mal so an meinen Kumpel aus den alten Zeiten. Wenn du das siehst, Bruder, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hab dich jetzt nicht wirklich mit einem hässlichen Demon's Souls Gegner verglichen. Okay, hab's doch gemacht. Was willst du machen? Und das sind einfach so furchtbare Gegner. Besonders die eine Stelle, wo diese 3-4 Ephemerin-Augensteine im Sumpfgebiet liegen. Und du willst ja die holen, weil es der kostbarste Loot ist in Demon's Souls. Und dann hörst du schon, wie die drei daherkommen. Und man hört im Hintergrund dieses Hecheln. Man hört meinen ehemaligen Kollegen, der was seine Nicknacks holen will. Dann hast du einfach wirklich Panik. Für mich in die Top 3 der schlimmsten Gegnertypen aller Zeiten. Absolute Angstgegner. Furchteinflößend. Brutaler Damage Output. Und unfassbar schwer zu handeln. Die fetten Stagger-Dämonen aus Demon's Souls. La, la, la. La, la. La, la, la. La, la. Auf Platz 2
habe ich die Winterlaternen. Und die Winterlaternen sind From Softwares Meisterwerk, wenn es um furchtbare Gegnertypen geht. Allein schon die Ankündigung, ne, wo man irgendwo geht und man hört dieses Gesinge und man weiß, jetzt wird alles richtig scheiße. Denn diese Winterlaternen machen Frenzy, Wahnsinn. Sie machen unfassbaren Schaden. Wenn sie dich crappen, bist du One-Hit. Und sie schauen sowas von dermaßen widerlich aus, dass mir am liebsten jedes Mal ausspammt hat. Und am schlimmsten ist, wenn du gegen so eine Winterlaterne stirbst. Und Bloodborne hat diese Angewohnheit, dass deine Seelen, deine Blutechos, deine Runen in die Gegner drinnen sind, wenn du gestorben bist oft. Na, oft liegt so eine Pfütze daneben, oft haben es die Gegner in die Augen. Und durch das, dass die 1000 Augen am Schädel haben, schaut das einfach so furchtbar grauslich aus. Das schaut so grauslich aus, wenn du da hinkommst und diese Winterlaternen, die ganzen Augen leuchten mit deinen Seelen. Das ist so richtig, wow, Alter, ich schwöre, das ist so widerlich. Ich meine das jetzt ganz ernst, Leute. Ich speib mich gleich an. Ich speib euch daher. Das ist der widerlichste Gegner, was FromSoftware je designt hat. Dieses offene Hirn mit diesem Gesang. Und jeder denkt sich, naja, dann laufst halt vorbei und trinkst ein Beruhigungsmittel. Aber jeder, was Bloodborne wirklich ernsthaft spielt, der weiß, dass diese Winterlaternen die besten Blutedelsteine aus dem Spiel droppen. Ich rede nicht von die Kelche gibt's die besten. Aber im Hauptspiel droppen diese Weiber die besten Blutedelsteine. Die im Menzis Albtraum und die im DLC dann. Darum lohnt es sich, die abzufarmen. Und wenn man die abfarmt, kannst du sicher sein, dass du mindestens dreimal stirbst und einmal eine tötest. Weil du musst gleichzeitig den Attacken ausweichen, du musst gleichzeitig schauen, dass der Wahnsinn dich nicht umbringt. Und ja, das reicht eh. Oder das reicht eh, weil diese Gegner drehen sie auch mit dir mit, dann pocken sie die und fressen dich eben mit dieser One-Hit-Attacke. Auf Platz 2, einer der furchtbarsten Gegner in der Geschichte des Gamings, die Winterlaternen aus Bloodborne. Hunde aus den From-Software-Spielen sind für mich der schlimmste Gegnertyp aller Zeiten. Und wenn ich da einen Fußballvergleich bringen darf, die Hunde aus den From-Software-Spielen sind wie Atletico Madrid. Na, die sind immer vorn dabei, die spielen immer mit, aber die haben keinen einzigen richtigen Star in die eigenen Reihen. Und genauso mit den Hunde. Die sind einzeln gesehen nicht so schlimm, die sind im Kollektiv stark. Weil sie kommen immer und sie kommen überall. Und sie sind einfach vom Moveset her für mich nach wie vor immer wieder schwer zu handeln. Ich finde, die Hunde aus den From-Software-Spielen sind die ätzendsten Gegner, was es gibt auf der Welt. Bullshit ist es, aber sie gehören irgendwie dazu. Und der Titel für den schlimmsten Hund aller Zeiten, und die werden vielleicht viele von euch gar nicht kennen, das sind diese Kelchhunde. Diese Kelchhunde, die was meistens mit diesen NPC rumlaufen. Es gibt keinen schlimmeren Gegner in jedem FromSoftware-Spiel ever. Diese großen Bluthunde aus die Kelche sind der absolute Albtraum für jeden FromSoftware-Spieler. Hunde aus die FromSoftware-Spiele sind seit 2009 dabei, machen seit 2009 Spieler absolut verrückt und sind somit verdient auf Platz 1. Qualität seit 2009. Und das war sie, Leute, meine Liste mit den 20 schlimmsten From-Software-Gegnern aller Zeiten. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie ist eure Meinung dazu? Was sind für euch die Top 5 schlimmsten Gegner? Habe ich irgendwas vergessen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und vergesst nie, dass das nur meine Meinung ist. Jeder empfindet anders bei solchen Spielen und das ist ja gut so. In diesem Sinne wünsche ich euch nur wunderschöne Restwoche, wunderschönes Wochenende. Euer Jack FromSoft.